Am 5. September fand die 16. Jobmesse im Ostseestadion Rostock statt. Hier haben sich mehr als 130 Firmen, Institutionen und Behörden wie die Bundeswehr, der ADAC, das DRK und viele weitere vorgestellt. Die Besucher konnten sich beraten lassen, die Firmen persönlich kennenlernen und sich gleich vor Ort auch auf eine Stelle bewerben. Die Ansprechpartner standen für alle Fragen rund um das Unternehmen, aber auch über die Jobsuche, Bewerbung und Karriere offen. Vor allem für jüngere Leute war die Jobmesse natürlich interessant, da für sie bald das Berufsleben losgeht. Für Arbeitgeber ist die Jobmesse deswegen so wichtig, da der Erstkontakt zu den Bewerbern die Attraktivität des Unternehmens steigern und den Bewerbungsprozess deutlich vereinfachen und beschleunigen kann. Die nächste Jobmesse findet am 9. Oktober in der Sport- und Kongresshalle in Schwerin statt.